Endlich Montag zum letzten Mal im Jahr 2013, denn morgen ist nicht nur Heiligabend, nein, morgen verdünnisieren sich Nico, Maxi, Michi und ich auch mal für ein paar Tage in den Urlaub. Das muss jetzt auch mal sein, wir haben ganz schön rangeglotzt die letzten Monate und jetzt wird erstmal in Ruhe Weihnachten gefeiert. Aber keine Sorge, denn wir haben natürlich für die nächsten zwei Wochen einiges vorbereitet. Es wird einige Videos bei uns auf High Five geben, also wir hauen nicht einfach in den Urlaub ab und lassen den Kanal hier so leer zurück. Nix. Was es alles geben wird in den kommenden Tagen, das verrate ich euch am Ende dieser Sendung, also in unserer Wochenvorschau. Da gibt es ein paar Details dazu, was euch in den kommenden Tagen, ja Wochen in diesem Fall, hier bei uns auf High Five erwarten wird. Jetzt aber erstmal unser gewohntes Endlich-Montag-Programm mit den Trailern der Woche, einem Webvideotipp mit der Maxi, eine Folge Japanic gibt es auch noch. Und dann ging es schon ums Auspacken, ja ums Auspacken, nicht ums Aufpacken, denn unser Spielkind Kai Schmidt aus der GamePro-Redaktion hat uns besucht mit einem riesen Karton. Was da drin war, wollten wir natürlich wissen, aber es wird der absolute Hammer. Da könnt ihr schon mal drauf rein. Und Stichwort auspacken. Wir haben wieder jede Menge Fanpost bekommen. Darüber freuen wir uns riesig. Beispielsweise hier vom Pierre. Der hat uns hier so ein total süßes Bildchen gemalt mit allen möglichen Keywords, mit Schlagwörtern, die uns das Jahr über begleitet haben. Also hier Facebook, Batman, Google+, Japanic, Bart steht hier, Zelda, Maxi, rosa Haare und so weiter. Total süß. Obendrauf gab es noch einen ganzen Karton voller Süßigkeiten. Ich würde euch gerne diesen ganzen Karton präsentieren. Das ist übrig geblieben. Ja, das musste ich wirklich verteidigen, damit wir irgendwas noch hatten, das wir in die Kamera halten können. Alles andere wurde schon verputzt. Also Pierre, alles richtig gemacht. Kam sehr gut an. Und vom André Schöter, der auch einen ganz lieben Brief geschrieben hat, kam noch ein T-Shirt für mich. Habe ich mich mega drüber gefreut. Hier ein total geiles Zelda-Motiv. Auch die richtige Größe. Auch hier alles richtig gemacht. Vielen Dank. André, so kann es doch losgehen. Der Weihnachtsurlaub und jetzt erstmal viel Spaß bei Endlich Montag. Wir sehen uns gleich wieder bei Japanic und dann auf der Couch. Johnny Depp schaffte mit der 80er-Jahre-Serie 21st Jump Street seinen Durchbruch und die Kinoadaption mit Channing Tatum und Jonah Hill aus 2012 spielte mehr als 200 Millionen US-Dollar ein. Grund genug, eine Fortsetzung zu drehen. Die beiden Undercover-Cops Schmidt und Janko verlassen die Highschool und setzen ihre Anti-Verbrecher-Kampagne auf dem College fort. Dort sollen sie die Herkunft einer Droge ausfindig machen und mischen sich unter das Football-Team und spionieren Kunstkurse aus. Der Trailer verspricht eine Filmkomödie zum Hirn ausschalten zu werden. 22nd Jump Street startet ab dem 21. August in unseren Kinos. We're about to jump in your ass. Mm-hmm. Right in the crack. White boy wasted. Check it out. That's my 7th birthday. Whoa, did you see that? Transformers-Veteran Michael Bay bringt im nächsten Jahr seinen neuesten Schützling in die Kinos. In Welcome to Yesterday finden eine Gruppe Jugendliche einen Film aus ihrer Kindheit, in dem auch ihr Gegenwarts-Ich zu sehen ist. Dem Geheimnis auf der Spur entdeckt die Clique schnell Baupläne zu einer Zeitmaschine. In ihrem jugendlichen Leichtsinn nutzen sie die Maschine zum Noten aufbessern und den Jackpot im Lotto zu knacken. Hätten sie sich mal lieber den Film Butterfly-Effekt ausgeliehen, denn ihre Ausflüge in die Vergangenheit bleiben nicht ohne Konsequenzen. Wahr gewordene Träume von Reichtum und sozialen im Aufstieg werden für andere zum Albtraum. Flugzeugunglücke und Todesfälle ist der Preis für ihre Unachtsamkeit. Wie die Teenies aus der Sache rauskommen, das sehen wir hierzulande ab dem 13.03.2014. Elf wurde der Filmklassiker von 1968 Planet der Affen in dem Streifen Planet der Affen Prevolution wiederbelebt. Nächstes Jahr geht es mit neuem Regisseur Matt Reeves von Cloverfield und anscheinend ohne James Franco weiter. In Planet der Affen Revolution hat der genmanipulierte Affe Caesar dem Homo sapiens den Rücken gekehrt und mit seinen Artgenossen eine Affenfront gebildet, während die Menschheit durch einen selbstverschuldeten Virusausbruch beinahe ausgelöscht wurde. Und jetzt heißt es Affe gegen Mensch. Ob sich die Fortsetzung zum Affen macht oder Affen geil wird und ob ich für diese affenstarke Wortspiele ausgezeichnet oder gefeuert werde, das erfahren wir ab dem 14. August 2014. Wer mich kennt, der weiß, dass ich total auf Actionfiguren abfahre. Normalerweise mehr so die Sachen, die aus dem Osten kommen. Also nicht aus Ostdeutschland, sondern so der ganze japanische Kram. Während mein geschätzter Kollege, der Kai, den wir vielleicht mal ganz kurz im Bild einfangen können an dieser Stelle. Bernd, ja, danke. Nein. Mehr so auf den westlichen Kram abfährt, also auf das US-amerikanische Spielzeug. Die große Ausnahme bei mir sind da aber die Masters of the Universe, beziehungsweise also He-Man.
Und Kai war so lieb und hat heute was ganz Besonderes mitgebracht. Dazu kommen wir gleich. Es wird gleich ein tolles Unboxing geben. Zuvor möchten wir uns aber so ein bisschen über dieses ganze He-Man-Phänomen mal unterhalten. Man sieht jetzt hier erstmal schön, dass du da bist. Hallo Kai. Ja, danke Nino. Sehr, sehr freundlich. Hallo, hallo. Kai hat jetzt hier mehrere He-Man-Generationen mitgebracht, kann man das so sagen? Also das ist der allererste. Genau, das ist der allererste. Der ist von, das muss hinten drauf stehen. Ich nehme den gerade mal runter. Also irgendwann 80er Jahre wahrscheinlich. Ja, 81. 1981 mit Battle Cat. Und das war quasi die erste He-Man-Kollektion, die rauskam. Genau. Basierte die jetzt damals auf irgendeinem Comic oder ging das einfach mit den Figuren los? Das war eine neu erfundene Serie von Mattel und die hatten so ein bisschen das Thema Barbaren und Sci-Fi. Und da ist dann He-Man halt bei rausgekommen. Weiß man noch oder weißt du noch, wie viele Figuren diese erste Serie umfasste? Oh Gott. Das waren schon extrem viele, oder? Ja, das waren viele. Ich habe zu Hause so ungefähr 70, glaube ich. Ja, also waren es 70. So, und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Highlight. Dürfte ich dich mal ganz kurz bitten, es ins Bild zu rollern, Kai? Darf ich dazu erst noch was sagen? Bitte, sehr gerne. Ich glaube, es war 1984, als ich zarte 7 Jahre alt war. Du alter Sack, da kam ich auf die Welt. Ja, siehst du mal. Ich habe damals schon mit He-Man gespielt. da stand unter dem Weihnachtsbaum ein riesengroßes Paket. Und was war drin? Wahrscheinlich Castle Grayskull. Richtig. So. Ja. Und jetzt, Déjà-vu. 68 Jahre später, kommt Kai, der sich sehr gut gehalten hat, wieder mit einem Riesenkarton. Und ratet mal, was da drin ist. Es ist tatsächlich Castle Grayskull in der Neuauflage. Ich habe es allerdings vor einem Jahr schon vorbestellt. Vor über einem Jahr. Krass. Also Mattel hat da diese Aktion gemacht, wenn so und so viele Vorbestellungen zustande kommen, dann bringen wir auch die Burg. Ich und natürlich war ich dabei. Ja, das ist Ja. Du hast den Bau quasi finanziert, dann mach doch jetzt mal auf, Kai. Wie, aufmachen? Ja bitte, oder willst du das Factory Sealed im Karton lassen? Dann ist es nicht mehr Mint in Box. Dann ist es nicht mehr Mint in Box, ja. Oh. Fühlt sich's an wie Weihnachten 84? Wundervoll, wundervoll. Und da ist auch schon die Bonuszugabe für Vorbesteller. Spitzenklassik. Das ist wie damals ein Poster mit allen erhältlichen Figuren. Super ist das. So, Castle Grayskull steht, aber jetzt kommt der Schloss, der große Moment. Noch ein bisschen, weil, Achtung, da ist noch ein bisschen Zubehör drin. Oh. Flagge fehlt noch. Ja. Sehr cool. Gute Seite, böse Seite. Ja. Das heißt, Skeletor sitzt auf dem Thron, also böse Seite nach außen. So ist es. Hast du denn meinen Scareclaw hingetan? Ja, der liegt, glaube ich, unterm Tisch. Unterm Tisch? Ja. Der hat den Schlüssel zu Grayskull. Das wollte ich noch zeigen. Das oh, ist geil. Fantastisch. Moment. Und zwar war das mal ein Meisterdieb und der hat versucht, an den Schlüssel von Grayskull zu kommen, hat es aber nicht geschafft. Und als er gestorben ist, wurde er verflucht und der Schlüssel ist jetzt in seiner Hand. Er kommt aber immer noch nicht ran. Das Ding kann man aufmachen. Und da ist tatsächlich ein Schlüssel drin. Nein, das schaut die Geheimtür. Ich drehe durch. Das ist aber schon sehr cool. Ich stecke jetzt den Schlüssel da rein und dann müsste das Ding jetzt aufgehen, genau. Ja, Wahnsinn. Wir spielen jetzt. Wir müssen noch die Zugbrücke zeigen, glaube ich. Kampf um Castle Grayskull nach. Zeig mir noch schnell die Zugbrücke. Da gibt es nämlich auch ein Schlüsselloch. Das ist hier an der Seite. Und wie damals, wenn man ein Schwert reinsteckt, geht es ja auf. Du darfst jetzt hier auch gerne noch ein bisschen spielen. Ja. Ich bleib bei dir. Und dann lass dich wieder blicken hier bei uns im neuen Jahr mit neuem Spielzeug. Was steht das, was steht das noch abomäßig an? Was kommt noch alles nächstes Jahr? Nicht mehr so viel, glaube ich, oder? Ja, nein. Es kommen natürlich die ganzen Monatsfiguren und ich glaube, es gibt auch wieder Quartalsfiguren. Ja. Das heißt, wir sind bei mindestens 16 Figuren. Und natürlich auch das Abo Exclusive. Ja, also einiges. Gut, also dann schauen wir mal. Vielleicht können wir nächstes Jahr mal die komplette Sammlung präsentieren als Weihnachtsspecial. Und dann so richtig spielen. Und dann so richtig spielen. Kai, schön, dass du da warst. He-Man, bei der Macht von Kai Schmidt. Ich habe die Zauberkraft. Volvo Trucks hat vor circa einem Monat mit seiner Werbung, in der Jean-Claude Van Damme auf zwei Lastwagen-Rückspiegel einen Spagat macht, einen viralen Hit gelandet.
Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Die ungarische Produktionsagentur Delov Digital hat angelehnt an diese Werbung einen Weihnachtsgruß hochgeladen, und zwar mit keinem geringeren als Chuck Norris. All night long. And then they say, no spirit can walk abroad. The nights are wholesome, and no planets strike, no fairy takes, no witch had power to charm. So hallowed and so gracious is the time. So I brought you that. Very Merry Christmas and Happy New Year to you all. Japanic, what a! Letzte Woche war es soweit. Der erste Trailer zu meinem neuen Kanal Ninotaku TV ging online und die Resonanz, das Feedback war überragend. In den ersten 24 Stunden über 10.000 Abonnenten. Das hat mich riesig gefreut, wirklich von Herzen, denn es zeigt, dass dieses vermeintlich so kleine und nischige Segment Anime, Manga, J-Games in Deutschland durchaus Anhänger und Fans hat. Und das seid ihr, und ihr motiviert mich jetzt auch, richtig Gas zu geben auf diesem Kanal, um dann ab dem 22. Januar euch wöchentliche News zum Thema Anime, zu den Themen Manga, J-Games oder auch mal skurrile Dinge aus Japan zu präsentieren. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Das war wirklich Spitzenklasse, ein tolles, verfrühtes Weihnachtsgeschenk für mich. So, jetzt kommen wir zum Thema Sword Art Online. Es gibt gute Nachrichten für alle von euch, die auf diese Serie abfahren. Dem einen oder anderen wird die Sword Art Online Extra Edition etwas sagen. Eine Kinotour, die am 31.12. diesen Jahres in Japan startet. Das Tolle daran für alle deutschen Otaku, 4 Tage später, also am 4. Januar 2014, geht dann die Kinotour auch in Deutschland los. Dieser Film, eine Kombination aus Recaps und einem völlig neuen Abenteuer, wird dann unter anderem in Berlin, in Köln, in Nürnberg und auch in München aufgeführt. Die Tickets sind bereits erhältlich und unten in der Beschreibung werden alle Lichtspielhäuser aufgeführt, in denen ihr dann die Sword Art Online Extra Edition sehen könnt. Am 5. Januar sind sie beispielsweise in München. Maxi und ich sind vielleicht auch da, mal sehen, ich kann es noch nicht versprechen, aber wäre toll, den einen oder anderen von euch dort auch zu treffen. In Hamburg übrigens auch Nico. Ja, also Nico ist dann wahrscheinlich auch in Hamburg dabei, den schicken wir da extra hin. Das wird klasse, es wird auch so ein schönes kleines Rahmenprogramm geben, also ein paar Cosplayer werden da sein und die Kollegen von Peppermint mit Verkaufsständen und so weiter und so fort. Also alle, die auf Sword Art Online stehen, können da mal 9 Euro in die Hand nehmen, wenn sie Bock haben, um sich diese Extra Edition reinzuziehen. Nicht Extra Edition, aber Standard Edition habe ich hier noch liegen von Bravely Default, gab es letzte Woche ja bei Japanic zu gewinnen und die geht raus, vielleicht sogar noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest an Anne Heydasch aus Hamburg. Schon wieder, Nico. Jawoll. Und an Manuel Mirwald aus Rielt-Hütte. Yeah. Jawoll, Rielt-Hütte ruled. Das wissen wir doch alle. Weltbekannt für Attraktionen und Sehenswürdigkeiten wie die Freiheitsstatue, die Golden Gate Bridge oder der schiefe Turm von Rielt-Hütte. So, und dann habe ich das letzte Mal ja vergessen, den Gewinner für die Evangelion-Trilogie und das T-Shirt bekannt zu geben. Verschickt wurde es schon, und zwar an den Dennis aus Paderborn. Lieber Dennis, viel Spaß damit. Ich denke mal, das Päckchen sollte schon lang bei dir eingetroffen sein. Wir sehen uns dann ab dem 22. Januar 2014 mit vielen Japan-Themen auf Ninotaku TV. Bis dahin erstmal fröhliche Weihnachten! Und jetzt geht's weiter auf der Couch. Nach dem Bestseller Nino geht gern aufs Töpfchen, jetzt ein völlig neuer, spannender Roman mit dem Hasen Nino und dem Titel Nino spielt gern. Übrigens auch von unserer Community zu uns geschickt worden. Vielen lieben Dank dafür, wir freuen uns immer über Geschenke. So, wie eingangs bereits erwähnt, gibt es jetzt in alter Herrensitte eine Vorschau auf das, was so die nächsten Tage, in diesem Fall schon in nächsten Wochen bei uns auf High Five passiert. Morgen bleibt erstmal alles beim Alten. David Tyne ist am Start mit den Game News mit der letzten Ausgabe im Jahr 2013. Viele von euch haben uns ja gefragt in den Kommentaren auf Facebook, auf Google+, auf Twitter und so weiter, ob es denn noch wieder einen Jahresrückblick geben wird. Natürlich wird es das wieder geben.
geben. Und auch hier in alter Tradition mit tollen Gästen, nämlich Le Floyd und Frodo haben uns besucht und haben mit uns gequatscht und das Spielejahr 2013 einmal Revue passieren lassen. Das gibt es am Mittwoch. Sag was, die besten Spiele des Jahres 2013, bevor es dann am Donnerstag beim lieben Kollegen Michael Obermeier weihnachtlich wird. Let's Watch mit den besten Weihnachtsfilmen, also am Donnerstag. Natürlich sprechen wir rückblickend, wenn wir über das Jahr 2013 reden, nicht nur über die besten Spiele, sondern auch über die besten Filme. Und auch hier war uns die Meinung von unseren geschätzten YouTube-Kollegen Floyd und Frodo sehr wichtig. Deswegen werden sie auch im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks am Freitag nochmal hier bei uns auf der High Five Couch Platz nehmen. Und wir bequatschen die besten Filme diesen Jahres und wagen auch mal so einen kleinen Ausblick. Was wird denn nächstes Jahr passieren? Welche Kracher kommen in die Kinos? Welche Serien laufen an und so weiter und so fort. Am Samstag gibt es dann Outtakes Teil 1 und zwar mit Michi Obermeier. Nico kann ein Liedchen davon singen, dass Michi bekannt dafür ist, nicht unbedingt One-Shot-Michi genannt zu werden, sondern er braucht den ein oder anderen Anlauf, aber das macht es ja gerade so charmant und ihr habt was zum Lachen. Die geballte Ladung Michi Obermeier Outtakes gibt es also am Samstag und am Montag. Hört ihr auch dann mal, was Maxi und ich das Jahr über so an Quatsch fabriziert haben, denn der Nico lässt ja immer brav die Kamera laufen und da kam in den letzten Wochen einiges zusammen. Also ein kleines Special zu den High Five Outtakes gibt es dann am Montag, bevor wir am Dienstag das High-Five-Jahr nochmal Revue passieren lassen. Das erste Jahr mit uns auf High-Five ist vorbei. Wir sind jetzt seit einem guten Jahr online mit dem Kanal. Es war ein extrem cooles Jahr. Sehr spannend war es und es sind viele Sachen passiert, mit denen wir am Anfang nicht gerechnet haben. Schöne wie eher weniger schöne, aber jetzt haben wir Bock auf High Five 2014 und nehmen das zum Anlass, nochmal zurückzuschauen auf all unsere Videos. Über 400 waren es an der Zahl und es sind sehr, sehr schöne Szenen dabei. Ein paar Lacher und auch ein paar emotionale Momente, könnt ihr euch drauf freuen, am Dienstag in einer Woche. Also der Jahresrückblick von High Five. Mittwoch gibt es einen kleinen Neujahrsgruß für euch und dann machen wir noch ein bisschen Pause. 3 Tage, Maxi, Nico, Michi und ich, bevor wir uns dann am Montag, den 6.1. wieder melden. Dann werden wir so langsam aus dem Urlaub zurückkommen mit einer kleinen Mini-Episode von Endlich Montag und dann geht's weiter in gewohnter Manier am Dienstag mit den Game News und so weiter und so fort. Also, langweilig dürfte es nicht werden. Wir wünschen euch jetzt erstmal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ein paar besinnliche und geruhsame Stunden. Lasst euch reich beschenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei Endlich Montag im Jahr 2014 und bereits diese Woche noch zu zahlreichen Specials. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.